Hallo Leute, damit willkommen zur nächsten Folge Wer mich Obby-Trapped. Heute geht es um 20 Euro, also es wird jetzt ernst. Es wird jetzt wirklich ernst. Jede Folge gibt es 5 Euro mehr, wenn ich nicht Obby-Trapped werde. Und es wird schwierig, Leute, es wird schwierig. Und es wird auch schwierig für mich, da die Leute jetzt immer wieder besser werden, wenn die meine Videos vielleicht schauen. Und dann halt ein paar Tipps kriegen, aber wir probieren es weiter. Das ist ja die Herausforderung daran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im ersten Fight. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr noch nicht Sub und so seid. Und Glocke natürlich anmachen, wenn ihr aktiv seid. Ja, jetzt sehen wir uns in ohne. So Leute, dann kommen wir auch schon zum ersten Fight. Jetzt sind wir im Kleidikasten gegen Flexstep. Also der erste Fight. Heute muss ich mich ganz besonders anstrengen, denn es wird immer schwieriger. Immer schwieriger. Und dass ich auch gesehen, dass ein paar bessere Leute da sind. Also wir müssen aufpassen. Und den ersten haben wir getrappt. So, Poke Lucky will es auch probieren, sein Glück. Hoffentlich sind heute mal wieder ein paar andere Leute dabei. Weil, wenn wieder die gleichen dabei wären, das wäre langweilig. Aber ich habe jetzt bisher nur andere gesehen, eigentlich fast. Und das ist sehr gut. Wie hat sich die Lava bitte gerade so schnell ausgebreitet? Ich glaube, ich habe die Ärmel nicht aufgesammelt. Und es ist einfach krass, wie das gut bei euch ankommt, Leute. Wenn ihr irgendwelche ähnlichen Formatideen habt, wirklich, dann schreibt es in die Kommentare, weil es macht auch übelst, also mir macht es übelst Spaß. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen mehr, dass es mir mehr Spaß macht, als so irgendwie eine Runde HG oder so aufzunehmen oder halt irgendwie was anderes halt. Okay, komm jetzt, wir haben noch 2 Zäune, aber er laggt auch ein bisschen. Super Panda probiert auch sein Glück. Dann let's go, Super Panda. Zeig, was du kannst. Stellt ihr euch einfach vor, ich werde einfach direkt beim ersten, zweiten Fight einfach geobby-trapped. Dann dauert die Folge halt nicht lange, aber das passiert halt hoffentlich nicht. Wow. Ah, und ich faile heute immer die ganze Zeit, weil ich blaze immer hinter den irgendwie so einen Zaun. Das ist heute nicht so gut, aber. Kann ja nicht immer in Topform sein. Ah, haben wir ihn aber trotzdem noch bekommen. Okay, da haben wir Timien. Hat nicht lange gedauert. So, dann Super Meme. Es sind richtig viele Leute mit Super im Namen anscheinend da. Aber auch gut. Ach ja, und was ich noch ansprechen wollte, das kann ich jetzt ansprechen hoffentlich. Das stirbt hoffentlich jetzt nicht gleich. Also ich habe glaube ich ein paar, 2, 3 Kommentare gesehen einfach, wo gesagt haben, dass es vielleicht, dass ich halt einfach faken könnte. Die Scheiße da. Also dass ich einfach halt jeden Fight halt reinkarte, den ich halt nur gewinne und die anderen halt Fights halt alle rauskarte, die ich halt geobby-trapped werde. Aber Leute, ihr könnt mir glauben, ich habe da wirklich nichts. Natürlich habe ich ein paar Fights rausgekartet, aber halt die langweiligen Fights, was für das Video, glaube ich, 30 Minuten. Und damit. Super Panda. Hatten wir, denke ich, noch nicht. Aber wir haben so viele Super Leute, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich werde das dann einfach sowieso beim Cutten sehen, ob ich den schon gehabt habe. Und dieses Format kommt einfach so unfassbar gut an. Leute, es macht mir einfach Spaß. Es macht mir einfach Spaß. Mir macht es einfach Spaß zu sehen, wie die Leute hier drin im Obsidian stehen. Und ich draußen. Und der kommt mir ein bisschen suspekt vor. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel. Der hat ein bisschen zu viel Range drinnen. Also ich behaupte jetzt mal nichts, aber mir kommt es so vor, einfach weil er so manchmal so komisch springt und mir einfach den First Hit gibt. Und da auch schon wieder der Hit. Da auch schon wieder. Also ganz komisch.
Aber bringt ihm halt nichts, wenn er auch Obi-Trap wird. 67. Denn solche Leute hatten wir auch noch nicht. Also, glaube ich, auch das erste Mal dabei. Bin zu dumm zum Löschen, moin. Get wrecked. Get wrecked. So, leider habe ich halt gerade wieder so einen Fight gehabt, der auf Alt kommen muss und mich abfangen muss. Das ist halt so ein Typ, den ist halt, also den kenne ich halt von TS. Und der muss natürlich mit zweiter Account kommen und mich Obi-Trappen. Ist halt. Also Leute, wenn ihr mich kennt und mit zweiter Account kommt, dann könnt ihr es schon mal vergessen, dass ihr die 20 Euro bekommt. Habe ich auch schon letztes Mal gesagt, dass wenn man mit Alt kommt und gegen mich spielt, dass man dann sowieso nichts bekommt. Weil das einfach. Es ist einfach. Keine Ahnung, warum kommt ihr auf Alt? Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum ihr auf Alt kommt. Oder auf zweiter Account. Und deshalb werdet ihr auch keine 20 Euro bekommen, ganz einfach. Da bin ich gerade ein bisschen angefressen, weil der Typ mich hat gestern schon probiert zu Obi-Trappen. Und wenn ich halt nicht weiß, wer es ist, dann kann ich mich auch nicht darauf einstellen, wie gut er ist. Das ist das Problem. Also Leute, auf Alt wird das nichts. Weil es ist halt für die Community sowas und nicht für Leute, die zum Beispiel ich kenne und sich 20 Euro abstauben wollen. Das ist halt das nicht. Dafür soll es halt nicht sein. Weil, was bringt's mir, Mann? Also was bringt's mir halt? Keine Ahnung. Mir bringt's sowieso nichts, aber. Keine Ahnung, es macht halt keinen Sinn für mich. Also Leute, wenn ich euch kenne, dann solltet ihr wenigstens mit eurem Mail-Account kommen. Also ich gönn's ja wirklich jeden eigentlich, aber wenn dann Leute halt mit zweiter Counts kommen müssen, kann man sich ja nicht sicher sein, ob die cheaten. Auch wenn ich ihn jetzt kenne, trotzdem ist halt so eine Sache. Ich glaube, es könnte verstehen, warum soll ich ihm jetzt 20 Euro geben, wenn ich ihn kenne? Das macht halt keinen Sinn. Weil ihr wollt halt genauso was gewinnen können und wenn er dann kommt, er weiß halt, wie ich spiele und so, dann ist es ein bisschen unfair, finde ich. So, haben wir ihn. Und ich glaube, da stimmen mir ein paar zu, dass es halt unfair ist, wenn jetzt irgendwelche Freunde kommen und mich dann Obi-Trappen. Das kann zum Beispiel geplant sein. Das könnte zum Beispiel geplant sein, dann gebe ich ihm die 20 Euro nicht. Und dann ist das Format vorbei. Ich habe ihm die 20 Euro gespart und ja. Deshalb mache ich sowas einfach nicht. So, gegen Sasuke habe ich noch nicht. Perfekt, da haben wir noch ein paar. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt, Leute. Es tut mir leid, aber. Das regt mich halt wirklich auf. Und wir konzentrieren uns einfach wieder auf die Fights, weil sonst verkacke ich hier noch mehr. Aber wenigstens droppe ich mein Schwert nicht, weil ich habe halt jetzt so auf mein Schwert schon wieder gedroppt. Weil ich wieder merke, dass meine Maus kaputt geht. Aber das liegt halt daran, dass ich wieder fast ein Jahr spiele mit der. Wenn ihr vielleicht mal Handcam sehen wollt, vielleicht schauen sie ja bis dahin welche. Dann lasst kein Like da. Easy! Easy, ist das okay? So, gegen MC Birdie. Was er macht? Hat eh schon verkackt, oder? Birdie, wer kennt ihn? Beste Mausi-User. Der muss ja was reißen. Aber.
Ich spam viel zu sehr mit den Dingern darum jetzt. Das ist halt blöd, aber. Ich merke gerade, ich drehe mich drüber auf, dass ihr die Blöcke placed und ich mach's selber. Ich mach's ja selber. Was ein Idiot bin ich eigentlich? Was Leute denken, wenn die mich anschreiben, ich im Intense Fight bin, ich kann nicht mal einmal rausgehen, ohne dass mich wer anfightet direkt, dass ich ihm zurückschreiben kann in so einem Fight. Er denkt halt wirklich. Bro, der Lag. Misplaced Gott, Leute, wir sind wirklich so weit gekommen, jetzt kommen solche Leute. Ich hoffe nicht, dass er auch Misplaced hat. Kappa. Er hat wahrscheinlich nicht, aber man kann sich ja nicht sicher sein bei den Leuten dann. Eins finde ich positiv, dass wir wenigstens noch keine Hacker haben. Also nicht zu viele, halt einen haben wir erwischt, aber wirklich obvious Hacker gekommen, die mir den Spaß hier versauen wollen. Sind noch nicht gekommen. Und jetzt ist es soweit, dass. Junge, jetzt ohne Spaß, ohne Flags jetzt. Mein Finger tut weh. Vom Klicken. Aber ich würde sagen, wir machen genau eine Stunde. Letztes Mal habe ich nur 40 Minuten gemacht. Heute mache ich ein bisschen länger, eine Stunde. Und dann haben wir nächstes Mal wieder Obi-Trapped. Hat mal ein bisschen lange gedauert, dass man wieder ein Obi-Trapped. Weil alle ziemlich rein sweaten. So. Zweiten wir gegen Vapeline. Hat früher Mausswigs geused. Ich kenne zu fast jeden Spieler eine Geschichte, Alter. Nein, Spaß, aber er hat nicht Mausswigs geused. Hoffen wir halt nicht mehr. Weiß sonst wird das schon nichts hier. Getrackt! Maustwix-User, Kappa. Ne, ich weiß nicht, ob er noch Maustwix-User, glaube nicht. So, Powerplay, der spammt mich schon die ganze Zeit voll. Du Ehrenmann. Oder Ehrenloser. Ah, da will ich auch was sehen von ihm. Weil das kann nicht sein, dass er jetzt so schlecht ist. Trapped, trapped, trapped. So, das ist jetzt wirklich der letzte Fight. Ja, nice. Wir haben seinen Wassereimer. Ehrenmann. Und ich bin gerade auch jetzt schlecht, weil ich nicht mehr klicken kann. Ich setze mich jetzt schon selber in Lava. Jetzt war's das dann. Jetzt muss ich dann aufhören. Es ist dann auch schon fast eine Stunde, was ich spiele, und eine Stunde ist schon viel. Ich mache einfach Minecraft-Sport. Leute, Minecraft-Sport. Like, wenn ihr auch Minecraft-Sport macht und
sonst keinen anderen Sport. Oh, das ist ehrenlos, ehrenlos. Weißt du, er tut schon. Oha, er ist Techniker. Okay, er ist gut. So, jetzt sind wir wirklich beim allerletzten Fight gegen Zping 72, weil er so ein Ehrenmann war und unbedingt ins Video wollte. Dann mache ich das natürlich auch. So. Was? Er klitscht sich durch. Also, wie geht das? Er klitscht einfach komplett durch. So Leute, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Denn ich kann nicht jeden immer in jeder Folge dran nehmen, dann wird das wirklich ein 10-Stunden-Video, Leute, und mein Finger tut weh, Junge, vom Klicken, das ist nicht mehr normal. Das ist echt zu lang, ich muss die Sessions kürzer machen, nächstes Mal vielleicht dann ein bisschen öfter, noch öfter, keine Ahnung. Mal schauen, aber es tut wirklich weh, Leute, ich kann nicht mehr. Ciao, bis zum nächsten Mal, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen und so halt, was man so macht, Glocke und alles und ciao. Danke fürs Feedback und alles. Freut mich echt, dass es wieder ein bisschen nach oben geht. Bin motiviert. Bin echt motiviert, Leute. Und ciao.